Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk Susan. Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Ja, hallo bei dieser Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute dreht sich alles rund um das Thema Durchstarten, wieder anfangen. Und ja, die zweite Hälfte des Jahres, da sind wir jetzt schon mittendrin. Für die, die die Episode ganz aktuell hören, ist der Sommer gerade so langsam vorbei, wenn wir überhaupt über einen Sommer sprechen können. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Das letzte Ende sozusagen von 2021, noch die nächsten 4 Monate, wie starte ich durch, wie kriege ich mich jetzt wieder irgendwie gesammelt nach einem schönen Urlaub vielleicht auch und kann mich wieder motivieren, um weiterzumachen, wie kann ich meine Ziele erreichen, erfolgreich sein und auch eine gewisse Erfüllung erfahren. Und da werde ich heute ein paar kurze, knackige Tipps geben, kleinen, ich sag mal, Leitfaden, der dir vielleicht helfen kann. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Anouk Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand von Vorträgen, die ich halte, Workshops, die ich anbiete, Coachings, die ich mache, aber natürlich auch meinen Büchern, diesem Podcast hier. Und ja, für mich, ehrlich gesagt, ist es, sehe ich den Weg als relativ einfach in Anführungsstrichen, und zwar so, dass ich sage, einfach machen, ohne großartig, ich sag mal, kompliziert darin zu sein oder sich irgendwie Plan A, B oder C zu machen, sondern eben das Ganze ohne müssen und sollen, sondern eben mit dürfen und wollen. Und dafür braucht es kleine Tricks und die zeige ich gerne auf, da bin ich gern dabei, stehe dir zur Seite, und in diesem Podcast für heute gebe ich dir gerne ein paar Tipps zum Thema Durchstarten, wieder anfangen, sich selbst motivieren und weitermachen. Was ist so für mich der Leitfaden? Der Leitfaden sind ganz einfach und simpel ein paar der Wie-Fragen. Also erstmal warum? Warum tue ich überhaupt, was ich tue? Ne? Für mich ist ja mein Warum to move people for their inner gain. Und das ist schon mal für mich immer der erste Gedanke, der erste Leitfaden. Für mich auch, ich sage jetzt mal, eine Möglichkeit, um zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Passt das in mein Warum? Gehört das mit dazu? Und ist es okay, wenn ich meine Zeit jetzt an diesem Projekt oder an diesem Auftrag wirklich investiere? Oder ist es vielleicht gar nicht zielführend oder eben gar nicht, ich sage jetzt mal, basierend auf meinem Warum? Und da kann man auch schon mal leichter Entscheidungen treffen. Beziehungsweise, wenn ich mir jetzt überlege, ne, die nächsten 4 Monate, was ist mein Warum, was ist dein Warum? Und gerne helfe ich dir, dein Warum zu finden, wenn du möchtest. Mich hat es ein Wochenende gedauert. Ich habe mich eingeschlossen, fast würde ich sagen. Ich bin in die Niederlande gefahren, ein Hotel. Und ich habe mich nicht nur eingeschlossen im Zimmer, ich bin auch rausgegangen in den Wald und habe Spaziergänge gemacht und habe mir eigentlich immer wieder die Frage gestellt, ja, aber warum, Anouk, warum, warum, warum? Und irgendwann, nach 3 Tagen, kam dann in der Tat dieses to move people for their inner gain. Und da habe ich sofort gewusst, ja, genau, das ist mein Warum. Das ist, was ich tun möchte. Das ist, was mich begleitet mein Leben lang. Das ist, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, dass ich gerne möchte, dass die Leute sagen, ja, die Anouk hat daran beigetragen, ne, dass ich ein Stückchen weitergekommen bin oder dass ich das gelernt habe oder dass ich das habe fühlen dürfen oder dass ich das für mich habe wahrnehmen können, naja, und so weiter und so weiter. Und spannend ist, was ist dein Warum? Und ich habe einige Leute schon begleiten dürfen in dem Prozess. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es muss jetzt auch nicht immer nur im Dienste von anderen sein. Das kann auch sein, zum Beispiel jemand, den ich begleitet habe, der gesagt hat, ich möchte gerne das Leben genießen. Und dann ist ganz klar, wenn man das möchte, dass man dann eben auch sein Leben danach ausrichten darf, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur 24/7 arbeitet, sondern den Genuss in einer bestimmten Balance findet. Für die Person war eben jetzt nicht nur das Arbeiten der Genuss, sondern eben auch andere Sachen. Ja, oder jemand, der gesagt hat, naja, ich möchte vor allem daran beitragen, dass andere, ja, ich sag mal, Gerechtigkeit erfahren.
So, dann ist auch das wieder ein Hilfsmittel, um sich zu überlegen, warum tue ich, was ich tue und was tue ich denn dann? Und dieses, was tue ich dann, ist dann ja auch die Frage, was möchte ich damit auch gerne erreichen? Was ist mein Ziel? Also vielleicht ein bisschen von der Vision, um es konkreter zu machen, zu einem konkreten Ziel. Was ist es denn dann? Das ist auch, was Simon Sinek ja sagt in seinem Golden Circle, ne? Warum, wie und was, ne? Und ich stelle jetzt erstmal das Was voran und sage, was möchtest du denn dann machen? Was möchtest du denn schaffen? Hast du bestimmte Ziele, sei es, dass du eine bestimmte Anzahl von Projekten machen möchtest oder dass die Projekte eine bestimmte Qualität haben sollen? Möchtest du vielleicht einen Jobwechsel bis zum Ende des nächsten Jahres oder diesen Jahres? Möchtest du ein bestimmtes Vermögen aufgebaut haben? Möchtest du ein bestimmtes Projekt auf eine bestimmte Art und Weise abgerundet haben? Also was ist dein Was? Was sind deine Ziele? Diese Ziele so konkret wie möglich zu formulieren und konkret zu sagen, was möchte ich denn erreichen? Und da kommt für mich dann auch noch das Wann dazu. Wann möchtest du das erreicht haben? Also zum Beispiel zu sagen, ich habe jetzt eine neue Keynote zum Beispiel zum Thema Gastfreiheit. Die gebe ich im September. Das ist also schon erstmal mein Ziel. Und zum Thema Gastfreiheit und Service und ja, ich sag mal, das ist auch das mehr als Marketing, dann konkret eine neue Keynote auszuarbeiten für einen bestimmten Markt. Und ich weiß, dass mein Ziel ist, am 28. September diesen Vortrag zu halten. Das bedeutet also für mich, dass ich auf jeden Fall bis, ich sage jetzt mal, ja, in 4 Wochen bis zum 20. September diesen Vortrag ausgearbeitet haben möchte. So, das ist ein ganz konkretes, klares Ziel, 4 Wochen, und in 5 Wochen ist dann der Vortrag und dann habe ich noch eine Woche Zeit, um da richtig einzusteigen und nochmal zu finalisieren und vielleicht nochmal einen kleinen Puffer. Aber damit weiß ich eben, was möchte ich wann erreichen. Und es trägt bei an meinem Warum, nämlich to move people for their inner gain. Und hier geht es dann um mehr als Marketing und das Thema Gastfreiheit. So, die Frage ist dann auch noch, wie möchte ich etwas machen? Also in meinem Falle, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich das, was ich mache, eine bestimmte Qualität hat, dass das am besten, wenn es geht, noch die Erwartungen übertrifft von anderen, dass ich mich wohl dabei fühle, dass ich da nicht verkrampft an eine Sache rangehe. Ich möchte nicht perfektionistisch sein. Ich bin auch ehrlich gesagt überhaupt nicht perfektionistisch. Natürlich möchte ich gut sein und Qualität liefern, aber bis zu einem bestimmten Maß, dass es mich selbst sonst quält, ne, das möchte ich nicht. Und somit ist eben ganz klar, da muss eine Balance sein. Zum Zweiten ist für mich wichtig, dass das Thema Herzlichkeit dabei ist. Also wenn ich etwas tue, dann tue ich das A von ganzer Leidenschaft heraus, von, ich sage jetzt mal, meinem Herzen heraus. Und auch dieses, ich sag mal, interpersönliche, diese emotionale Qualität habe ich zufälligerweise jetzt gerade auch an meine Impulskarte drüber gezogen, drüber geschrieben, emotionale Kompetenz und Intelligenz, die möchte ich gerne einsetzen, ist eine meiner Stärken. Und als Drittes, neben also jetzt der Klarheit und der Leidenschaft, ist auch Mut. Ich mag es, um auch neue Projekte anzugehen, Sachen, die mich aus meiner Komfortzone holen, die vielleicht jetzt nicht so 0815 sind, sondern eben auch was von mir fordern. Und so kann zum Beispiel so eine neue Keynote etwas sein, was mich ja in der Tat fordert. Das kann aber auch sportlich sein, wenn ich jetzt sage, hier mein Triathlon, den ich gerne machen möchte. Das holt mich auch aus meiner Komfortzone raus, da brauche ich auch Mut für. Und das mag ich eben. Ich mag mich eigentlich selbst zu challengen. Warum mag ich das? Weil es wieder zeigt, dass ich ja Unterschiedliches kann. Ich lerne neue Seiten an mir kennen. Ich entdecke neue Sachen, die ich wohl kann oder auch nicht kann. Ne? Dass ich talentfrei bin, weil in mancher Hinsicht. Sicht, aber dass ich mit Disziplin trotzdem irgendwo hinkomme. Ne? Also das sind so für mich die Sachen, wenn ich über das Wie spreche, die wichtig sind. Klarheit, Leidenschaft, Mut. Das sind auch die 3 Werte, für die ich stehe. Und die Frage ist jetzt, wie möchtest du gerne deine nächsten Monate 2021 oder überhaupt grundsätzlich, wie möchtest du die leben? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Wie möchtest du gerne rüberkommen? Also es ist ja auch ein Stück Positionierung. Und es hat ja auch was mit der Haltung zu tun. Es hat was damit zu tun, wie andere dich sehen und wie du dich siehst und wie du gerne gesehen werden möchtest. Und ich kann natürlich nur erstmal das beeinflussen, wie ich mich selbst verhalte und wie ich mich selbst sehen möchte. Und dann kann ich nur hoffen, dass das auch so rüberkommt bei anderen. Und manchmal ist es ganz interessant, um auch mal, ich sag mal, sich ein Feedback einzuholen, wie es bei anderen rüberkommt. Ja, aber
Das ist so das Thema zu dem Wie. Dann ist natürlich noch die Frage manchmal wo, also wo kann ich das machen? In diesem Falle finde ich es ganz interessant, zum Beispiel ist es digital oder ist es vor Ort, face to face, also so das Wo zu verstehen, kann aber auch manchmal sein, also in meinem Falle zum Beispiel, ich arbeite viel mit den Niederlanden zusammen und in den Niederlanden, ich arbeite deutschlandweit und natürlich habe ich in Nordrhein-Westfalen nochmal einen bestimmten regionalen Bezug. Wo möchtest du deine Tätigkeiten ausüben? Wo möchtest du aktiv sein? Wo möchtest du etwas machen? Oder aber sei es zum Beispiel im privaten Bereich, so wie ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache meinen Triathlon. Den mache ich jetzt ehrlicherweise grundsätzlich hauptsächlich alleine. Mein Mann steht mir noch zur Seite und mit dem trainiere ich. Ich habe noch einen tollen Coach, den ich im letzten Jahr eingesetzt habe und wo ich mir sicher bin, den werde ich auch nochmal um Hilfe fragen. Na, aber das heißt auch da, ich bin jetzt nicht in der Gruppe zum Beispiel. Ne? Aber das gibt's auch, dass man sagt, okay, wo möchtest du deine Tätigkeit machen? Ja, ich möchte gerne mit anderen Kollegen, Mitarbeitern, mit einer Gruppe etwas umsetzen oder ich möchte im Team, ne, oder ich möchte alleine was umsetzen. Und das führt dann auch zu meinem letzten Punkt in diesen Leitfaden, nämlich dem mit wem. Also das heißt, wer kann dir zur Seite stehen, wer kann dir helfen, das umzusetzen, was du gerne umsetzen möchtest. Und ich habe jetzt letztens noch im Urlaub zum Beispiel mir mal eine Liste gemacht und gesagt, wer in meinem Netzwerk könnte mir eigentlich behilflich sein, um meine Ziele zu erreichen. Und da wirklich also mal drüber nachzudenken, welche Ressourcen hast du, also wen kennst du, wer hat eventuell schon erreicht, was du erreichen möchtest oder aber wer hat bestimmte Kompetenzen, Fähigkeiten, die du vielleicht nicht hast, die dir aber helfen würden, um dein Ziel zu erreichen oder aber wer kann dich begleiten, dich motivieren, dir zur Seite stehen, so eine Art Coach, sage ich mal, um eben vielleicht die richtigen Fragen zu stellen, damit du auf die richtigen Antworten kommst. Also dieses alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter Prinzip und auch wirklich da sich Gedanken zu machen und sich wirklich eine Liste zu machen, diese Liste vielleicht einzuteilen in, okay, wer aus meiner Familie könnte mir helfen, wer im Freundeskreis könnte mir helfen, wer von Geschäftspartnern, die mir zur Verfügung stehen oder Bekannte und vielleicht, wer ist noch nicht mit mir verbunden, der könnte mir aber behilflich sein und fände ich ganz interessant, um mit ihm oder ihr Kontakt aufzunehmen und dann dadurch auch sein Netzwerk zu erweitern. Es handelt natürlich immer ums Geben und Nehmen. Also schau auch, dass du gut im Balance da in der Hinsicht bist, aber trotzdem darf man auch ruhig mal für sich schauen und sich ganz klar Gedanken machen, wer kann eigentlich mich unterstützen. Und das ist sehr kurz und knackig, aber ich finde manchmal, wie am Anfang schon gesagt, muss es ja auch gar nicht kompliziert sein oder man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Es darf sich leicht anfühlen, Leichtigkeit da auch mit reinzubringen. Das macht dann auch Spaß. Wie gesagt, das Verkrampfte da rauszuholen und sich also jetzt nochmal zu überlegen, wie starte ich durch in den letzten 4 Monaten von 2021? Wie kann ich mich wieder motivieren nach einem schönen Urlaub? Beziehungsweise ich habe ein bisschen vielleicht gefaulenzt hier und da. Wie kann ich jetzt wieder an eine Sache effizient und effektiv rangehen, trotzdem aber meine Freude mir bewahren? Und das ist für mich eben der Leitfaden mit den W-Fragen. Also warum mache ich, was ich mache? Was möchte ich erreichen und wann möchte ich es erreichen? Wie möchte ich meine Tätigkeiten ausüben? Wo möchte ich sie ausüben? Also digital oder vor Ort? Mit wem vielleicht auch in der Gruppe oder allein? Und wer kann mir zur Seite stehen oder mit wem kann ich mein Ziel noch besser erreichen und da das Netzwerk auch zu nutzen? Vielleicht für dich ein schöner Leitfaden, um damit in die Tat zu kommen, um das in die Umsetzung zu kommen. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich natürlich immer dazu kontaktieren, beziehungsweise ich stehe dir gerne zur Seite, um mit dir gemeinsam die Sachen auszuarbeiten. Nimm dann gerne mit mir Kontakt auf. Und vielleicht helfen dir ja auch, ich sag jetzt mal, ja, deine Freunde, deine Familie, Verwandte, Bekannte, wollte ich eigentlich sagen, oder Geschäftspartner, um eben mit dir gemeinsam jetzt die nächsten 4 Monate zu gehen. Also umring dich mit tollen Menschen, die dich motivieren, die dir helfen und vergiss nicht, du bist nicht allein. Es sind immer Menschen da, die einem helfen können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg jetzt, um durchzustarten, um deine Ziele zu erreichen, um motiviert zu sein, zu bleiben, zu werden, wie auch immer. Und natürlich, jetzt hole ich meine Kärtchen,
Schauen wir, was die Karten uns eventuell noch mit auf den Weg geben. Dir mit auf den Weg geben, mir mit auf den Weg geben. So. Klarheit. Ja, für mich ganz wichtig, Klarheit, nämlich darüber zu bekommen, was möchte ich. Und ich glaube, dieses Warum, ne, und das Was, diese Klarheit darüber zu bekommen, das als erstes für sich zu definieren, ist, glaube ich, ganz gut, weil dann können auch die Schritte, die dann folgen, dazu kommen. Und da sich wirklich bewusst zu werden und sich auch die Zeit zu nehmen, um in die Klarheit zu kommen. Und manchmal, ich sag mal, hat man das nicht von heute auf morgen. In der Ruhe liegt die Kraft, sage ich da ganz gerne, ne? Und Schrittchen für Schrittchen in die Klarheit zu kommen. Also überfordere dich da nicht, überanstrenge dich nicht. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Klarheit, die du für dich erzielen kannst, und bin gespannt, wenn du dann Ende des Jahres zurückblickst, ob du auch das hast umsetzen können, was du umsetzen wolltest. Ich freue mich, von dir zu hören, wenn du möchtest, und wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Resttag und alles Gute, alles Liebe. Sei aus der Entfernung gedrückt. Bis dahin. Tschüss, hartliche Grüße. Tschüss. Dui.